Und willkommen zu dem Spiel German Suplex FC gegen FC Renetopia. Und ja, das letzte Spiel der Hinrunde ist hier. Und ja, für beide Mannschaften sind in einer sehr interessanten Position. Kann man sich fragen, ob es das gut ist oder nicht, aber wir haben ja noch eine Rückrunde. German Suplex FC kommt gerade von einem großartigen 1-1 gegen Gamesucker Kickers, was natürlich eine sehr gute Nachricht ist. Und der FC Renetopia kommt leider von der 2-0 Niederlage gegen den vom FC gegen den FC Mürbe. Aber beide trotz unterschiedlicher Ergebnisse im letzten Spieltag sehr nah beieinander in der Tabelle, da der German Suplex FC 8. ist und der FC Renetopia 9. Aber das Mittelfeld und Abstiegsplätze der Liga sind sehr eng beieinander. Darüber kann FC Renetopia ein großes Lied singen, da sie eine Zeit lang sehr nah an den Abstiegsplätzen waren. Aber auch German Suplex FC am Anfang der Saison auch nah den Abstiegsplätzen. Und Kopf aber neben das Tor. Ja, und die Abstiegsplätze wechseln sich jetzt, also mittlerweile natürlich nach einigen Spielen hat man schon so eine Vorahnung, also ne, die Form der Mannschaften bilden so langsam ab, wer wahrscheinlich dann keine Angst machen muss um die Abstiegsplätze und natürlich die Mannschaften, die sich Sorgen machen müssen. Momentan durch das sehr knappe Ding hinten sollten sich, ich sag mal, mindestens alle außer die momentan in Europa sind, also die Top 5, Sorgen machen. Die Top 5 haben ein leichtes Polster. Solange sie da keinen großen Leistungseinbruch haben, sollten sie da auch keine Sorgen haben. Aber jetzt zurück zum Spiel, zum eigentlichen Geschehnissen, anstatt philosophieren über die Liga, über den Tabellenstand und was passieren könnte, wer Sorgen machen muss und wer nicht. Denn die Torhüter beider Mannschaften sollten sich auch in diesem Spiel vielleicht ab und zu mal Sorgen machen, dass vielleicht ein Ball im Tor landen könnte. Zum Beispiel vielleicht jetzt, da German Suplex FC im Angriff ist, aber die verlieren den Ball. Holzhausen kämpft dort mit Goldfinger. Der lässt aber los. Und ja, langsamer Angriff, man tastet sich heran. Und jetzt aber wieder German Suplex FC, nee. Der FC Renetopia haltet dagegen. Und jetzt Pleumer. Friedrich. Viele Pässe. Was nicht schlecht ist. So, aber German Suplex FC mit langen Pässen. Jede Taktik hat Vor- und Nachteile. Und das war schon mal kein schlechter Versuch, nur leider stand ein Verteidiger im Weg zum Tor, der dann auch den Ball abfälscht und ins Aus bringt. Gehen wir davon aus, es gibt eine Ecke. Ja, ich lag richtig. Die Bobby macht sie und aber nichts. Renetopia am Ball, da Cruz jetzt. Ja, der hätte ein bisschen schneller laufen können. Aber das macht ja nichts, noch nichts. German Suplex FC
konnten noch nicht viel von ihrer Abwehrleistung zeigen. Ob es gut ist oder schlecht ist, vielleicht zeigt uns das das Spiel. Momentan musste Renetopia mehr abwehren als German Suplex FC. Im anderen Fall durfte German Suplex, German Suplex FC mehr angreifen als Renetopia. Wobei jetzt da Gruß zu Friedrich. Ich wollte gerade sagen, kommt da jetzt ein Angriff, aber leider nein. Das ist... Ja. Man merkt schon, dass beide... Ja, Freistoß. Bin überrascht, dass der Schiedsrichter dann nicht das Spiel anhält für die gelbe Karte. Aber gut. Gut, das... Mal etwas lockerer sein ist ja nicht schlecht. Ein Schuss neben das Tor. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Über dem Klatsch, da spornt er nochmal seine Teamkollegen an. Los. Weiter. Oh, die Wald. Zu Held. Ja, oh. Hagemeister. Ah. Leider kein Versuch. Aber jetzt der Konter vom FC Renetopia. Ja, auch im Keim erstickt. Das ist also der FC Renetopia mit Problemen hier Angriffe zu starten. Zu wirkliche. Wo der German Suplex FC weniger Probleme hat. Dafür sind sie. Auch so erfolgreich wie der FC Renetopia! Und der Ball ging neben das Tor. Aber das war ein richtig knapper, guter Versuch. In dem Kopf. Fingerspitzen waren da noch da, die den Ball gerade sonst aus noch gebracht haben. Jetzt Friedrich mit der Ecke. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit köpft, aber genau den Verteidiger. Der Ball ist noch dran, aber der Nachkopfball war nicht so gefährlich. Und der Schiedsrichter pfeift direkt nach dieser Chance ab. Es steht am Ende der ersten Halbzeit 0-0. Und da geht... Da beginnt's, nicht da geht. Wir sind noch nicht am Ende des Spiels. Da beginnt die zweite Halbzeit. Und jetzt Renetopia direkt mit einem Angriff, der da schon eine Eigenart von gefährlich war. Ich meine. An sich hat German Suplex sich selbst den Ball gefährlich gemacht, aber gefährlich nicht desto trotz. Das hätte ja auch peinlich enden können für German Suplex FC. Das wäre dann halt im positiven Sinne für Renetopia, aber es steht noch 0-0. Und der Ball im Aus, Einwurf. Hagemeister wirft den Ball rein. Goldfinger sucht dort eine Person, findet Halilei. Hagemeister jetzt rein, aber da wird er gedeckt, der Halilei.
Und ja, man merkt schon, beide Mannschaften haben ein Problem, und das ist die Abwehr der jeweils anderen Mannschaft. Was ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen ist. Und man hat sich ja schon vorher denken können, dass das Spiel ein relativ eng umkämpftes Spiel sein wird. Dabei ja ziemlich gleich stark sind. Und jetzt, das ist eine Chance, und das ist das Tor! 1-0, Fava! 61. Minute! Jetzt führt der FC Genitopia! Ich hab's gerade noch gesagt. Sind relativ gleich stark, die Mannschaften. Das Problem ist, die Abwehr der jeweils anderen Mannschaft. In FC Genitopia war die erste Mannschaft, die die Abwehr knacken konnte. Und deswegen führen sie jetzt auch 1-0. Mit einem sehr schönen... sehr schön vorbereitet. Aber... man muss dazu sagen, die Abwehr von German Super FC hat alles versucht, das noch zu verhindern. Aber leider hat's Fava geschafft, den Ball ins Netz zu bringen. Aber ich glaube, German Super FC möchte gleich ziehen. Oh, der Ball rollt. Oh. Ich dachte jetzt kurzzeitig schon, ich weiß nicht, ich glaube Gunnarsson war das, der da, nee, nicht Gunnarsson, oh, wer war das? Philips, nee. Oh. Ich weiß nicht, wer das war, aber ich dachte kurzzeitig, der Spieler würde ins Tor reinlaufen. Aber gut. Macht er dann doch nicht. Hätte mich auch gewundert, hätte es gemacht. Und wieder. Kein schlechter Versuch. Die Flanke war sehr gut. Nur der Torwart. Leider ein bisschen zu nah am Tor. So dass der Torwart halt den Ball aus der Luft fangen konnte. Jetzt German Super FC. Möchte es zeigen, wie man wahrscheinlich richtig in den Strafraum reinflankt. Nein, sie passen in den Strafraum. Ist aber genauso erfolgreich. Wir haben noch 20 Minuten. Und Pleumar jetzt am Ball. Der aber sowieso nicht viel gemacht hätte, da momentan keine Anspielperson am Strafraum oder im Strafraum war. Jetzt Halilai. Kämpft sich dort mit der Abwehr um Mittelfeld von FC Genitopia. Der Ball wird rausgeköpft aus dem Strafraum. Jetzt Holzhausen muss dafür sorgen, dass der Ball da auch außerhalb des Strafraums bleibt. Aber FC Genitopia passt sich den selbst wieder immer wieder ins Strafraum. Um, ich gehe mal davon aus, so ein bisschen das FC nach vorne zu heben. Dietrich, da Cruz. Träumer, der Gruß. Träumer, jetzt hat natürlich auch Genitopia das Problem. Vorne Anspielpositionen nicht vorhanden. Aber da war dann doch eine, der Gruß war da vor, aber wieder nichts gewesen. Oh. Jetzt, Tor! 2-0, Fava, 85. Minute. Ich glaube, jetzt hat FC Genitopia einen Weg gefunden, oder Fava, da durchzukommen und Tore zu schießen. Für ein richtiges Torfestival ist es leider zu spät, aber für einen ordentlichen Sieg ist es nicht zu spät. 2-0. Und wenn man jetzt noch so weiterspielt, wie man es die restlichen Minuten, die 85 Minuten davor gemacht hat, dann gehe ich mal davon aus, dass man das Spiel auch mit einer weißen Weste und ohne Gegentoren beenden wird.
Das war wieder sehr schön. Und auch da muss man leider sagen, hat die Abwehr wieder alles versucht. Und es hat wieder nichts gebracht. So, und jetzt. Wilpitz kommt für Geronimo rein. Miles kommt für Halilay rein. Und Ragno kommt für Pleumer rein. Und Schuss und neben das Tor. Ja, man merkt schon, jetzt werden alle Versuche, alle möglichen Versuche, die man haben kann, von Jump to PFC ausgepackt. Jetzt auch Distanzschüsse. Wir haben ja das Spiel gesehen. Oh, Deichgräber kommt für Friedrich rein. Ja, das Spiel gesehen. So, es ist schon schwer, aus kurzer Distanz ein Tor zu machen für GMCPFC, dann aus weiter Distanz. Das sieht mir wirklich eher nach Verzweiflungstaten aus. Und da Cruz macht das 3-0. Ich glaub's ja nicht. In der 89. Minute, der Kapitän legt selbst noch Hand an. Für einen ordentlichen 3-0-Sieg. Ja, aber ne, da muss man auch schon sagen, 3-0, so wirklich nötig wäre es nicht gewesen, aber ich glaube, man wollte noch zeigen, dass man doch dann den German Super demoralisiert hat. Und man jetzt eigentlich immer durchkommt, wenn man will. Weil das hätte man verhindern können. Da kann ich dann auch nicht mehr die Abwehr von German Suplex FC gut reden. Und da steht 3-0. So viel wird da jetzt auch nicht mehr passieren. Wenn überhaupt noch etwas. Ich warte ja nur auf die Nachspielzeit, die 0 Minuten beträgt. Ja, nicht wirklich verwunderlich. Und da ist es auch vorbei. FC Netopia gewinnt 3-0 und klettert weiter die Tabelle hoch. Jumpsuper FC macht das Gegenteil. Ja, 3 Punkte waren wichtig. Ich bedanke mich fürs Zusehen, verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.